Alter, heute erleben wir das wohl horrorste Horror-Game ever. Nein, natürlich wird nicht das Intro vergessen. Weihnachtstag bzw. erster Weihnachtsfeiertag und ich feiere schon wieder Seth allein zu Hause. War gestern Abend bei meiner Familie und wir frohlockten besinnlichem Beisammensein. Was hast du hier? Maul! Yes. Digi, ich bin einfach zu alt für den Scheiß. Also ich meine, ich schaff das körperlich nicht mehr. Das ist wie bei FNAF. Nacht 1, easy. Prima. Nacht 2, neue Bedrohungen tun sich auf. Gold, Krone! Und in Nacht 3 versuchst du schon panisch alle Türen zu schließen, damit die Schnapsflaschen nicht deine Fressluke entern. Ich schwitze den Lebkuchen schon aus. Ich riech übelst nach Nelken. Kann nicht mehr. Wir brauchen jetzt unbedingt ein Horrorgame. Zur Beruhigung der Nerven. Halt den Maul! Ein ganz herzliches Willkommen darf ich euch heißen zu Graveyard Shift. Wir, unser eins, ein handelsüblicher Friedhofwärter, bereit allen Schrecken zu trotzen, treten brav und fleißig um Mitternacht unseren Dienst an, um festzustellen, dass der wohl schlimmste Job der Welt vermutlich eigentlich der langweiligste ist, wenn man mal ehrlich ist. Außer hier natürlich, weil das ist ein Horrorspiel und es passieren Sachen. Also hoffentlich. Lasst ihr auch gerne Sachen passieren, wenn ihr jetzt runterscrollt im Daumenbereich. Da könnte es mit eurer Hilfe kräftig spuken. Und dann würde ich sagen, wünsche ich uns jetzt mal ganz viel Spaß. Ich war ganz aus dem Häuschen, als ich das gesehen habe. Was für ein interessantes Konzept. In der Stille der Nacht greifen Dämonen unsere Gedanken an und Verrücktheit macht sich breit, weil der Text viel zu schnell weg ist, als dass man ihn zu Ende lesen kann. Egal. Wow, Alter. Was ich da gerade für eine Sekunde gesehen habe, sah verdammt gut aus. Und damit meine ich ausnahmsweise mal nicht mein Kamerabild im Aufnahmefenster. Nice. Oh, werden wir schon sehnsüchtig erwartet? Ich wusste, es ist so Klischee, geil. Oh. Dezember 1995. Friedhof zum flüsternden Wind heißt das Ding? Oh, ich würde ja gerne auf einen Klassiker zurückgreifen, wie müffelnde Eingeweide oder sowas. Ich würde ihn irgendwas nennen, wo man rausgeht und denkt, ja, warum eigentlich nicht? So, sehr schön. Ja, good day, Sir. Oh, wow. Alter, mein Kopfgelenk sitzt aber echt wackelig auf dem Rückgrat. Muss ich auch mal zugeben. Na, Bro? Müssen wir mal wieder jemanden verbuddeln? Uch, der sieht auch aus, als müsste er bald mal verbuddelt werden. Whispering Winds. Established 1907, Alter. Das ist der echte, Alter. Das ist keiner von den billigen Fakes. Alles klar. Wir haben Erfahrung im Buddeln. So. Gut. Dann, deinen freundlichen Willkommensworten zu urteilen. Mache ich mich mal an die Arbeit, oder? I'm glad to see you. Ich wollte ihn nicht gleich küssen. Sure, er ist Bauchredner. I'm the great guardian. Alles klar. Er ist froh, einen so guten Wachmann zu haben. Ja, das werden wir noch mal sehen, Imperator Palpatine. I know that during the first few nights you might not feel comfortable in this place and may be a bit scared, but you'll get used to it soon. Wovor soll ich denn Angst haben? Das ist doch ein ganz normaler Job, oder nicht? Er meinte, in meinen ersten Nächten werde ich mich nicht ganz wohlfühlen, aber er weiß nicht, dass es hier mit dem alten Veteranen zu tun hat. This cemetery is the most peaceful place at night, and you'll find enjoyment in the tranquility and silence of this place. Ich finde Vergnügen in der Friedlichkeit dieses Ortes. Ja, ich bin mir absolut sicher, dass das genauso sein wird. Aber, wie ich schon sagte, Alter, ich habe schon Horrorgames begraben, da wurden sie noch nicht mal released, Alter. Mir machst du nichts vor. Of course. You need to be very vigilant and make sure no one enters. Ja, sicherstellen, dass niemand reinkommt. Viele Berühmtheiten sind hier vergraben. Oh. Je nachdem, wie es ausgeht, lege ich mich da gerne später hinzu. Go to Johnny's to get all the details from him.
Warum zoomt denn das immer so auf sein Face? Alter, oh mein Gott. Stellt ihr vor, ihr redet mit jemandem und der kommt immer näher bis zum Ende des Satzes, geht wieder zurück und spricht dann einen neuen Satz und kommt dann wieder näher. Alter, irgendwann wird sich meine Zunge in meinen unschuldigen Mund bohren. Ich sag's euch. Und das wird der wahre Horror hier. Ich soll zu Johnnys gehen. Und was macht er? Der wartet auf den nächsten Horror-YouTuber. Da hinten am Horizont sehe ich schon Corrupted. Alright. Na dann. Die Friedlichkeit dieses Ortes, ja? Hör ich da so ein leises Knistern in der Ferne? Von irgendeiner gerade verbrennenden Hexe oder so? Weiß ich nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Keine Ahnung. Oh, ich kann leanen, Leute. Oh, yeah. Oh, yeah. Dumm. Okay, gut. Warte mal. Das muss ausprobiert werden. Nicht immer funktionieren die Knöpfe. Manchmal muss man auch seinen ungelenkten Leib gegen die Pforten lehnen und dann öffnet sich das Sesam. Was ist denn da hinten für eine Festung, ey? Boah, lol. 1812 möchte sein Setting zurück. Okay, exploren wir mal hier. Welche Berühmtheiten liegen denn eigentlich hier, die Leute schänden wollen des Nachts? Oh Gott. Frankensteins Monster. Ey. Oh mein Gott, ich grüße sie. Ich bin mir sicher, sie sind ein ganz normaler Mann und kein Skinwalker. Entschuldigung. Oh, no Flashlight equipped. Wenn ich den jetzt ins Gesicht leuchte, zerfällt er zu Staub. Wie kann ich denn den anquatschen? Sind sie Johnnies? No Glowstick. Okay. Kuckuck. Hallo. Mein Freund. Wer liegt denn hier? Die Mutti? Ich glaube, der fragt sich eher, wie es schmeckt, was er da ausgräbt. Oh, warte mal, da hinten? Oh, da ist jemand. Hi, sind Sie Johnnies? Mach mal ihr Schlüsselübergabe. Ist ja ein großer Friedhof, ey. Ich muss ja mal gucken, ob ich mich zurechtfinde. Okay, hier hinter dieser Kirche. I see. Grüß Gottle. You must be the new night shift guard. You should know that guarding the cemetery is uneasy. Oh, bin mir sicher. Ja, ist nicht einfach. Erklär mal. Cemetery is equipped with CCTV cameras. Okay, es gibt Überwachungskameras. Any famous individuals. You must regularly check the cameras and never let anyone in. Klar. Niemanden reinlassen. Tonight the cemetery has 3 guests. 3 Gäste heute. Due to the time constraints and a lack of proper and secure mortuary around the city, they had to store the bodies of the Ghost Rock group here tonight. Oh, was? Tomorrow, the funeral for these will be held, and you must be very attentive at the cemetery. Okay. Wow, gut. Ich hoffe, die sind gut gekühlt. Mit 3 Gästen meint er diese 3 Leute, weil irgendwie bei dem gleichen Aufbewahrungsschauhaus-Dings da sind vielleicht alle krank oder was weiß ich. Auf jeden Fall müssen die hier untergebracht werden und die werden morgen alle gestaffelt, wie es sich gehört, beerdigt. Und da muss ich dann auch am Start sein. There's something very important that the priest told me not to tell you. Okay. But I'll share it with you. The previous night shift guard died of a heart attack. Oh nein. He found his body at the church door with a bluish complexion and a terrified look on his face. Was du nicht sagst. I don't want to scare you, but I thought it's better that you know and stay more alert. If you have any questions or encounter any issues, please contact me. Remember to regularly check the cameras. Ist das meine einzige Aufgabe? Ich bin sicher, da werden sich noch einige andere ergeben, wie zum Beispiel random Stromausfälle, Klopfen an den Fensterscheiben, Schreie aus der hinterletzten Ecke des Friedhofs. Naja, der ganze Stuff halt, das Übliche. Alles klar. Also der letzte Security Night Guard ist an einer Herzattacke gestorben. Der Priester, den wir da vermutlich gerade getroffen haben, und ich bin mir sicher, Gott war in dem Moment mit ihm.
hat den wohl gefunden, der lag irgendwie vor der Kirche. Also der Security Guard, der Alte. Und naja, jetzt bin ich hier, um den Tag zu retten. Oder die Nacht, je nachdem. Da rumbelt der V8 in die Ferne der Nacht. Und ich für meinen Teil bin allein. Mit meinem neuen Aufgabengebiet bin ich jetzt den ganzen Weg wieder hierher gelatscht. Wie wär's denn eigentlich mal, wenn wir das Tor vorne zumachen? Ich glaube, das löst schon das ein oder andere Problem. Okay, ist gut. Die Gäste, die schlafen, right? Die sind doch safe. Da in ihrem Glashaus, wo niemand mit Steinen wirft. Habe ich recht? Jedenfalls gehe ich jetzt mal zurück zu... Der steht da immer noch, oh mein Gott. Ich muss hier warten, bis das Tageslicht kommt. Dann wird er auf ominöse Art und Weise zu Stein erstarren. Tall man is still in the grave. I have to ask him to go. Ey! Das ist also nicht der Priester. Slenderman! Jetzt haben wir mal genug getrauert. Jetzt wird weitergemacht mit dem Leben. Ja, irgendwann respektiert das hier keiner mehr. Excuse me, sir. I must ask you to leave this place. This cemetery is closed from 5 PM onwards, and I have to lock the gate. Genau. Was ich sagte. Aber wenn sie mich auffressen wollen würden, das würde ich verstehen. Wenn du den Anzug aufknöpfst, das sind da zwei Aliens übereinander gestapelt. Wie bei Men in Black, Alter. Das ist irgendein König vom Planeten. Da geht er hin. I have to close the door. Oh mein Gott! Was für eine vernünftige Idee. Ich fass es nicht. Boah, das Spiel macht mir Spaß. Das ist so lustig. Ich find das cool. Gesichert, Freunde. Er scheint etwas nervös zu sein. Ja, nervös ist... Doch, nervös war der. Genau. Also, ach so, ich habe eine kleine Karte. Enter Security Room, check CCTV. The Section Hall. Da drüben gibt's ein Warenhaus. Da drüben gibt's Fuses. Oh, soll ich mir das jetzt mal angucken? Warte mal. Was haben wir denn hier Schönes? Das ist eins von diesen Aufbewahrungs... Sachen, right? Nee, da kann ich nicht rein. Ist okay. Was ist denn da hinten, das Ding? Was ist denn das? Soll ich da mal gucken? Das ist irgendwie mächtig Bewegung. Ich glaube, die duschen sich da nochmal, bevor sie morgen in die Erde kommen. Okay. Whatever, was auch immer das ist. Irgendein geheimer Secret Keller oder so. Das könnt ihr euch dann in YouTube Shorts von irgendeinem Amerikaner angucken. Alrighty. Wir gehen mal straight an die Arbeitsstelle und frönen dieser Nacht. Darf ich zumachen? Boah, da bin ich aber froh. Kann ich ja abschließen? LOL! Das verunsichert mich tatsächlich ein bisschen. Ein kleiner Campingkocher. Uff. Okay, hier wird irgendwann irgendwer stehen, ihr wisst es. Oh, zum Glück ist Gott mit uns. Na gut. Haben wir ein paar Rahmennudeln eingepackt? Ich sehe nichts, ne? Oh, das ist in der Kirche? Muss ja. Oh, das ist die Bewegung. Da ist irgendwie ein Rohr. Rohrbruch. Das ist ein Torch Oil jetzt. Was laberst du, Alter? Ach, du liebes bisschen. Gut, alle drei liegen noch da. Da bin ich aber froh. Das wird nicht mehr lange so sein. Du Scheiße. Okay, das sind die drei Särge für die. Na gut. Dann muss ich wohl... Da mal ein bisschen die Reparatur. Exe meine Waterpipe. Ja, wo war denn das jetzt? Holy shit. Ich glaube... Ich hab doch da was gehört, ne? Ich glaube, ich gehe mal da raus.
Moment. Warte, hier irgendwie. Nee, ich will hier nicht sein. Was ist denn das für ein Zaum? Das ist aber nicht vom Rohr. Nee, ich glaube, das muss hier drinne sein, wohl eher. Boah, das ist so ein bisschen unangenehme Feels. Das Spiel sieht gut aus. Ach, da hinten, da ist so ein kleiner Pfeil drauf. Krass. Joa. Have to close the water tank. Und wo? Ich folge einfach mal dem Rohr. Warte, dahin. Aber das löst ja jetzt mein Problem auch nicht um. Achso, hier. Have you ever heard the cries of a demon? Oh, come on, Cringe Lord. Oh, hi! Die ganze Kelle Family ist hier. Ich kann meinen Augen nicht trauen. What? Okay, Wasser ist aus, ne? Was ist mein Objective? Check CCTV. Oh, no. Was? Hätte nie gedacht, dass es hier gruselig wird. Das überrascht mich jetzt. Okay. Ey, ich will übelst wissen, was hier passiert. Was ist hier los? Was? Oh, no. Kann mir einer erklären, wie das geschehen ist? Ich schließe jedes Mal ab, Alter. No! Yeah! Okay, mehr. Nichts, ne? Keine Bewegung. Was liegt denn da auf dem Boden rum? Ist das normal? Da, links. Okay, ich sehe niemanden. Ich weiß gar nicht, warum die Autos noch dastehen eigentlich. Oh! Oh! Aber... Das ist nicht mein Aufgabengebiet. A change. Eine Änderung ist geschehen. Ja. Für mal einmal ein Observation Duty oder was? Darf ich das mal zumachen? Das verunsichert mich hier irgendwie. Nicht, dass das irgendwas nützt. Ich bin ja hochgradig gespannt. Warte mal, die Rache von dem Skinwalker-Typen, die wird grässlich sein. Aber ich will mal nichts vorwegnehmen. Das war nicht abgeschlossen. Jesus, was hast du dazu? Spaß gar nicht, Jesus, Obi-Wan Kenobi, Alter. Oh mein Gott! Was? Was? Ich kann hier abschließen. Holy shit, hör auf! Mir ins Ohr zu hauchen! Und ja, als ob ich... Genau! Weißt du, wie schwer so ein erwachsener Körper ist? Warum ist kein kleiner? Den krieg ich nicht hoch. Den krieg... kannst du vergessen. Dass du das alleine schaffst. Also auf jeden Fall nicht so, wie er es gemacht hat. Go back to the security room. Oh! An dieser Stelle spätestens würde ich hier bleiben, die Tür zu machen, mich auf die Bank setzen und in mich reinweinen. Aber das wäre ja langweilig, nicht wahr? So, wir machen die Tür hier wieder zu. Wir machen. Stand das schon immer hier? Okay, da geht's nicht rein. Was ist hier? Da liegen die Särge. Right? Oh mein Gott. Die sind nachher bestimmt offen. Ah! Und nee, da kommen die drei rein, ne? Am nächsten Tag. Ich glaube, so ist es. Uff, ey. Oh. Ich bitte euch. Skull. Ich weiß nicht, ob er echt ist oder fake. Lass ich den da jetzt liegen? Ich kann die Reinigungsfachangestellten können das morgen früh wegräumen, ja. Oh.
Telefon. Shit. Ja, ihr müsst doch davon ausgehen, dass ich hier ein wenig unterwegs bin, ne? Ihr könnt nicht erwarten, dass ich da gleich rangehe. Ja. Zu, das Ding. Moin. Ihnen auch, dankeschön. Oh, finde ich irgendwelche Tapes? Oh, bestimmt. Oh, ich will einfach, dass sich diese ganzen Klischees erfüllen. Geil auch, dass mein Gasbrenner da die ganze Zeit vor sich hinflamet. So, was ist da los, hä? Da ist doch irgendwas. Wo geht etwas vonstatten? Come on, zeig's mir. Okay, alles ruhig bislang. Wait. Stand da jemand am Tor? Da steht doch wer! Oh mein Gott! Was ist das? Hank, bist du's? Oh nein. Der hat die Explosion von Raccoon City. Dem hat das nicht gefallen, Alter. Der will nochmal Rücksprache halten. Ich war das nicht! Guy standing in front of the door, I need to tell him to go. He will understand. Ja, das sieht auf jeden Fall aus wie jemand. Excuse me? Oh no, was? Das sieht aus wie jemand, mit dem man reden kann und der versteht sofort. Muss ich noch irgendwas nehmen oder bin ich buggy? Warte mal, halt mal kurzes Maul. Ich bin der vorherige Security Guard. Aus diesem Friedhof. Ich bin der vorherige, aber ich bin jetzt tot. Ich habe diesen Brief geschrieben, weil irgendwer meine Pflanzen gießen muss. Naja, warte, was ist das? Für den nächsten, der hier übernimmt. Ich bin hier zwischen 3 und 4 Uhr. Und, also nachts und hab eine angsteinerfüllende Nonne auf der Ostseite des Friedhofs gesehen, die über einem Grab gebeugt stand. Ich habe mich nicht getraut, an sie heranzutreten. Sie weint, das ist sehr, sehr verstörend, ich kann das nicht aushalten. Ich hab, das passiert wohl jede Nacht zwischen 3 und 4. Ich hab eine Lösung gefunden, dass ihre Stimme irgendwie tolerierbar machen kann. Du musst einfach Jesus Christ 20 Mal flüstern. Ich weiß nicht, wer diese Nonne ist, aber sie ist nicht menschlich. Jesus Christ 20 Mal flüstern? Wieso? Ey, wieso? Was? Mach mal. Ich krieg ja nicht das Arbeitszeugnis. Und du, mein Freund. Ich verstehe es nicht. Warum pennt denn der? Oh, shit. Ah, weil ich einen Albtraum erleben muss. Habe ich den Typen gerade schon vergessen, oder? Lol. Oh, nee. Das Ende von der Soldat James Ryan. Wo soll ich denn hin? Oh, damn. Der Sonne hinterher. Ja, was geht? Ich habe irgendwie nicht so richtig das Gefühl, dass das richtig ist. Da blinkt was in der Ferne. Oh, das ist gar nicht so fern. Das ist eine Laterne, ne? Straßenlampe. Oh, es säuselt was. Ist for me? Cool. The End. Graveyard Shift. Wie lang war ich jetzt weg? Warum ist mein Geschirr umgeschmissen?
Warum hat jemand Fäkalien auf meinem Boden verteilt? Oh, es ist jetzt wirklich dunkel. Es ist jetzt regelrecht schlicht und ergreifend dunkel. Ach du Kacke. Oh, ich höre ein Auto. Oh no. Aber was ist mit dem Typen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, ich guck doch. What? Pick the flashlight. Wo ist eine Flashlight? Wo ist denn eine? Das war der Typ, der hier auf meinen Boden defekiert hat. Der hat mir zum Glück auch eine Taschenlampe gegeben. Okay. Verstehe. Immerhin ist dazu irgendwas nütze. So, das ist aber ganz schön duster. Ich dachte, das bleibt hier so wie vorhin und wir haben schon irgendwie Nacht, aber nee. Das ist jetzt hier fortgeschrittene Dunkelheit. I see. Ja, ich komme ja schon. Hm. What? I need a tool in the warehouse. Mit dem ich das aufbreche? Alter, die Stadt? Ist das die... Das ist doch die City, oder? Alter, umgeben von übelsten... Wo bin ich denn hier? Ach, du liebe Zeit. Halt da mal. Das Tool. Betonung auf das, weil es ist irgendwie das Einzige, was es hier gibt. Warte mal, kann ich... Ich kann das nicht mitnehmen? Hä? Oh. Du hältst jetzt die Klappe, mein Freund. Hör auf, dich so in den Vordergrund zu drängen. Das ist mein Video. Mach doch deinen eigenen Kanal. So. Okay. Have to disconnect the car's alarm wire. Oh, als ob ich da rumdoktere. Wem gehört denn das Auto? Warum steht es denn hier? Ist er zu Fuß zurückgegangen? Ach du liebe... Also ich hätte mir einen tödlichen Stromschlag geholt. Und damit... Okay. Ja, ist doch alles richtig. Aber welche Versicherung begleicht jetzt diesen Schaden? The fuse has blown. Find the fuse. Ach du Scheiße, Alter. Ereignissimulator. Alles klar. So, hier ist irgendwo denn der Fuse, ne? Ist doch hier irgendwo. Also hier in der Ecke. Ich weiß noch nicht, wo? Lol. Was? Das war's jetzt? Das hat's gefixt? Die arme Seele, die hier gestorben ist. Zwischen dem Magic, weiß ich nicht, Sicherungskasten und dem Wasserpipes. Armer Dude. Oh. Oh nein, hätte ich mal bloß nichts gesagt. Ich glaube, die Person hat es gerade realisiert. Dass er leider nicht geliebt wurde. Wir haben nur noch 20 Quadratzentimeter Fleckchen für sie. Ist kein Problem, Sir. Okay, ich gucke jetzt nicht nach dem Schrei, ich nehme das einfach als normal gegeben hin. Ja? Ja? Aha. Okay. Oh Gott, nein, hier ist wieder irgendwas. Ach du Scheiße. Oh, ich muss wieder schwer heben, Leute. Deadlifts, ahoi. Wie könnten sich die Körper bewegt haben? Ja, wie bloß? Ich würde irgendwen anrufen. Weil das ist ein Fall der höchsten Sicherheitsstufe. Guck mal, ein Wolfsrudel kommt. Das will mich reißen. Wenn ich so eine leckere Beute bin. All das wäre doch wesentlich einfacher mit einer Kollegen... Also innerhalb einer Kollegenschaft, oder? Aber das Foto ist weg. Oder das Gemälde. Entschuldigung, hier waren drei Körper.
zwei sind jetzt nicht mehr in ihrem Tütchen. Haben Sie was damit zu tun? Gab's heute zum Nachtisch ein paar Tütchen? Beantworten Sie mir die Frage. Das ist eine ernste Angelegenheit. Jetzt muss ich sie da zurückstecken, oder was? Do not enter. Was ist denn da drin? Okay, ich gehe ja schon nicht rein. Wir werden hier nicht vergraben werden. Ich weiß, es ist ein bisschen alt und gammelig, aber ich dachte, so als Toter hat man vielleicht nicht mehr allzu viele Ansprüche. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein. Wieso ein Schlüssel? Ach, weil ich hier nicht mehr raus... Komm. Okay, wie du meinst. Ja. Was? Wo? Oh. Du kannst den Jumpscare jetzt machen, wenn ich mich umdrehe. Nee? Oh. Wir sind heute mal überraschungstechnisch unterwegs, nicht wahr? I see. Wo passt da der Schlüssel rein? Gar nicht, sondern hier, ne? Einfach nur, um sicher zu gehen. Was mache ich da jetzt? Oh, wow. What? Ich bin Fan von rabiaten Methoden, ne? Also, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber sollte sich irgendwer von euch Dudes hier nochmal anstellen, sich zu bewegen. Okay, scheiße, das Ding ist weg. Darf ich bitte meine Axt rausholen? Darf ich bitte? Oh, 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 da, du! Kannst du die aufmachen, bitte? Wo soll ich denn raus damit jetzt? Mit der Axt. Ich dachte, ich schlag die Tür einfach ein. Oder ist das blöd? Warte mal, scheinbar muss ich was anderes machen. Oh! What? Was war denn hier jetzt? Okay, gut. Ja. Verstehe. Das war so kontraintuitiv, das jetzt hier zu benutzen. Die Nonne ist doch bestimmt weg. Ah, natürlich ist sie das. Na klar. Okay. Irgendwer hat meine Toten gemobst. Erklären. Der andere Dude kann das bitte den Familien erklären. Aber erwähne nicht, dass ich geschlafen habe. Es tut mir leid. Ich bin noch Azubi. Hallo? Der bricht da meinen Minesweeper-Rekord. Ich kann da gar nicht drauf zugreifen. Muss ich schlafen? Nee, ich muss nicht schlafen. Ach, die haben mir aufgeräumt. Oh, das ist aber gut. Mein Campingkocher haben sie geklaut. Aber nicht meine Rahmenbox. Sehr gut. Okay, wen rufe ich an? Hello? Hello, Mr. Johnny. There's a problem. Mr. Johnny! I just realized that the bodies are not in their place. What should I do? Mr. Johnny? I can't hear you. Oh nein, die Verbindung. Oh, Jesus. Nein, du musst das 20 Mal flüstern. Und die Nonne, die zählt mit. Vergiss das nicht. Ach, was ist denn da los, lol? Assassin's Creed. Oh mein Gott. Eine Grabschändung ist im Anmarsch. Wie komme ich denn hier jetzt raus? Ich muss komplett durchschalten, ne? Oh, eine Kamera ist ausgefallen. Oh mein Gott. Entschuldigen Sie, würden Sie die Freundlichkeit besitzen, das zu lassen, was auch immer Sie da treiben. Falls nicht, ich kann Sie nicht aufhalten, aber ich kann Sie höflich bitten. Okay, wo ist denn das jetzt? He dug the grave. Ja, der hat ja ausgegraben. Was? Ja, freilich. Seit 8 Uhr morgens steht er schon hier.
hier los? Da stimmt irgendwas nicht mit dem Graveyard. Ich muss hier raus. Sodass ich nicht sterbe. Okay, mein Freund. Dem hast du nichts vor, ne? Der weiß, wenn irgendetwas mit dem Graveyard nicht stimmt. Fun. Warte mal, wo war... Ach ja, hier. Ich bin doch kein Guard für einen Ghost Club. Ich werde hier nicht länger bleiben. Mist. Jemand hat das Schloss ausgetauscht. Ach, natürlich. Ey, wenn du in Panik bist, kletter doch drüber. Oh, shit, Alter. Okay, die wollen alle was vom Kuchen. I see. Das ist für ein lustiges Spiel. Ich mag das. Das finde ich cool. Der Horror ist da draußen, Leute. Aber hier drinnen auch. Keine Möglichkeit zur Flucht. Gut, dann wart mal drauf, bis weitere interessante Items hier spawnen, würde ich sagen. Ja, gut. Und jetzt? Holen wir uns Hammer und Flock und warten drauf, dass Vollmond ist? Oder... Ich gucke mal, was sich so Neues ergibt. Und gehe einfach nicht auf das bisher Gewesene ein. Oh! In der Kirche ist schon wieder die Hölle los. Alles klar. Na, warte mal. Ich werde da mal einreisen und wenn ich mit der fertig bin, dann da wird ihr aber in Heiland geboren. Das sage ich euch. So. Ey, Fräulein! Es wird nicht gespukt des Nachts. Es ist Schließzeit. Ich werde dir nicht bezahlt so viel für den Scheiß. Junge Dame, hören Sie auf mich anzuschreien! Ich bitte Sie! Oh, Junge, ein aggressives Gemüt ist das! Oh Gott! Oh, der Priester, der entweiht mich, Alter! Das ist ganz schlimm, Fegefeuer hier und da, Alter! Ich kann mich gar nicht mehr retten! Ach, Jott! Ein Brief! Wir, die Vergrabenen in diesem Friedhof, haben eine Nachricht für dich! Für Jahre wurde ein Dämon hier vergraben, der unseren Seelen Schaden zufügt. Ach, und die wurden jetzt wütend, oder was, dass wir den verbuddelt haben? Wie gefährlich kann ein Dämon sein, den man vergraben hat und der einfach so also, ein paar Jahre nicht in der Lage war, dagegen irgendwas zu machen, Alter? Jetzt bist du verdammt, den Dämonen zu zerstören, mitsamt dieses Friedhofs und uns von dem Leid zu befreien. Also ansonsten wirst du sterben. Also, okay, ich habe das Gefühl, ich werde irgendwie auch so sterben, aber wie ihr sagtet, Geister, die ich rief und die dann sich irgendwo einen Kugelschreiber ausliehen, um diesen Brief zu schreiben, was Geister eben halt so machen, weil das ist ihre Art zu kommunizieren, weißt du, die können mit Blut an meinem Spiegel schreiben, die können hinter mir stehen, die können die Türen abschließen, aber nein, Kugelschreiber und ein versifftes, voll uriniertes Blatt Papier, das muss es sein. Okay, alles klar, dann werde ich mal... Was eigentlich machen? Was ist das? Oh nein, der Priester hat drei Beine und ich will nicht drüber nachdenken. Oh, was muss ich ihn machen? Follow the footprint! The footprint? Singular? Alter, Captain Hook, Junge! Ne, warte mal, der hatte kein Holzbein. Wer war das mit dem Holzbein? Ich weiß nicht mehr. Captain Hook war das mit dem Haken, ne? Ich glaube, das sagt schon der Name. Aber ich kann mich auch irren. Oh nein, die haben sich an meiner Brechstange vergriffen. Oh, haben sie nicht. Nochmal kurz eine Kurve gekriegt. Im wahrsten Sinne des Wortes. So, wo jemand hin hier? Oh, die Gruft. Wandertag auf dem Friedhof. Ja, und hier hat's du dich mal nicht mehr reingetraut. Da braucht's nämlich einen alten Horrorgame-Veteran. Oh. Ich muss ein Tool ergattern, um... Okay, alles klar. Ein Tool, sagst du. Aber ich hab doch schon so einen Schneider. Okay, ich brauch unbedingt das Tool. Ich verstehe. Doch, Sef, du brauchst das jetzt. Hör auf zu diskutieren. Oh, nee, kann ich jetzt hier nicht rum... Ich hätte jetzt bis nach vorne laufen müssen. Ich hätte gekotzt. Mehrfach und flüssig eingeschissen hätte ich mir auch. So, gib das jetzt. Dankeschön. Brechstange, es ist an der Zeit, dass wir zwei beiden wieder Freunde sind.
Ich werde dich auch stets gut behandeln. Einmal benutzen und dich dann fallen lassen wie so eine heiße Kartoffel. Aber Betonung auf heiß, immerhin. Yeah. Oh, ich habe alles in meiner Waffenstände getan. Es hat nicht geklappt, sorry. Ich bin echt unermüdlich. Dann reiße ich das einfach aus der Verankerung. Ach komm! Was? Die haben mich hierher geführt. Es muss was Wichtiges hier sein. Der Malermeister hat dich hierher geführt. Weil er mit seinem Pimmel im Alpinerweiß getunkt ist. Was soll das? Oh Gott. Okay, wer ist hier unterwegs von euch Experten? Smith. Er hatte keinen Vornamen. Es war einfach Smith. Ist klar, Alter. Agent 00 Sonnenbrille. Taylor. Eine steile Musikkarriere steht dir bevor. Und langes blondes Haar. Oh, hallo. Netter Trick. Wo komme ich denn hier raus? Jones. Hallo? Oh nein. Oh nein, Leute. Knarz.mp3. Was ist denn hier Phase? Da steht doch wer. Hey, grüß dich. Na, ist fit? Ja, ich bin auch schon hier. Ja, du auch? Wegen dem dreibeinigen Fußspur? Ja, ja, ist okay. Ey, fangt ihr schon mal an? Ihr könnt ja schon mal die Kerzen anzünden. Ja, die schwarzen da. Achso, ihr müsst die vorher ums Pentagramm legen, sonst klappt das nicht hier mit dem... Haha, der Typ mit den Hörnern, ja. Ich komm gleich. Ich hol noch was zu trinken, ja? Okay, ich komm doch jetzt. Was schnatterst du denn schon wieder umher, Gisbert? Och nee. Was dir das? Das ist doch auch illegal. Kannst doch keinem erzählen. Was war das? Junge, was ist das für ein... Oh mein Gott. Das guck mal. Oh, what? Alles klar, er muss in der Schwebe gehalten werden. Verstehe. Das ist for safety reasons. Und irgendwer macht dir diese Kerzen an. Weil der hat Angst im Dunkeln, der Dämon. So, Main Settings Page. William or Britain Family Youngest Child. Was? Da stehen andere Namen. Da stehen andere Namen, was? William or Britain. Williams or Parringtons, youngest child. Das ist ein Spross von möglicherweise drei Familien, Alter? Ey, was da für ein Rudelbums wieder abging, will ich gar nicht wissen. Die können das ja auch nicht mehr zuordnen, Alter. Between books and rotting corpses. Das steht da aber nicht. Da war es sich zu fein, das zu übersetzen. Zwischen Büchern und verrotteten Leichen. Oh nein, Büchern. Alles bloß das nicht. Okay, wer liegt hier? Parrington und Williams. Und wo ist Brighton? Oder Breton? I mean cool und so. In einem Lagerfeuer. Ja, da werden sich ja abends mal ein paar Marshmallows aufgetan. Das ist kein Thema, macht's euch mal gemütlich. Okay. Die Frage ist, was soll ich denn jetzt hier eigentlich? Verstehe ich nicht. Was juckt's mich? Also vergrabt ihr doch mal euren Dämon. So nicht schlimm. So ein freies Land. Keine Ahnung. Ich gehe mal hier weiter, wo El Duderino war. Und da komme ich gar nicht weiter. Okay, irgendwas muss ich da finden. Oh, da steht wer. Moin! Kann ich hier rein? Johnson. Oh, Long Johnson. Tja, wie habt ihr denn das Ding überhaupt hierher gekriegt? Das passt doch da gar nicht durch diesen Mauerspalt. Was? Maschendraht. Es tut mir leid, Leute. Ich bin heute ein bisschen zu gut drauf. Merkt ihr schon, ne?
Es ist nicht persönlich gemeint. Da hätte sonst ein Horrorgame kommen können und es wäre eskaliert. Was war denn gruselig? Entschuldigung, irgendwas war... Ne, ich leg mich jetzt nicht dazu. Ich weiß, du bist einsam. Oh, wow. Die Bücher. Oh, nein. Okay, da ist ein Key. Und ein Zettel. Handgeschrieben. Elias, während unseres 16-jährigen Lebens habe ich mein ganzes Leben, also die 60 Jahre, damit verbracht, den Teufel zu treffen. Bis eines Tages er von dem Teufel besessen wurde und begann, irgendwie Leid zuzufügen, Leute zu schlachten, und nach einer Weile wurde er getötet von Cops. Was für eine äußerst spannende Geschichte. Also ich muss schon sagen, ich bin hier fest, ich habe richtig schwitzige Hände gekriegt. Oh, Gänsehaut. Sein Körper wurde zur Ruhe gelegt in diesem geschützten Grabmal hier. Ja, umgeben von Kreuzen und geheiligten Versen. Elias war sehr, sehr weise und lieb. Ich dachte, der hat Leute getötet. Aber das war ja der Teufel. Ja, genau, das sage ich dann auch, wenn sie mich irgendwann mal erwischen. Der Teufel hat seinen Körper übernommen und seine Seele. Aha, der Arme. Das macht mich tief betroffen. Tag, young lady. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss hier raus, ne? Also, also es sei denn, ihr wollt noch irgendwas sagen, keine Ahnung. Was muss ich denn damit jetzt aufmachen? Och, sag jetzt nicht das. Das wäre... Nee! Wie kam ich denn da rein? Hab ich da von innen den Schlüssel... Ist doch egal. Elias! Die Kerzen sind an. Ey, das ist das erste Horrorgame, wo das mal jemand in Frage stellt, dass die Kerzen leuchten. Ho! 2023 ist es soweit. Wir haben das auserwählte Game gefunden. Das Spiel unter den Spielen. Ach, nicht schon wieder eine Axt. Die hatte ich doch schon. Aber die habe ich doch schon. Ich habe doch eine Feueraxt. Oh, für meine Axtsammlung. Zwei habe ich schon. Soll ich da jetzt... What the fuck? Axe for Iron. Das ist eine Eisenaxt. Alles klar. Na gut. Warum soll ich das machen? Warum? Denkst du, ich weiß jetzt alles über das Okkulte und dann hört sie auf zu spuken? Nur weil das so ein dummer Zettel das sagt? Vielleicht steckt der Priester ja mit Kai Pflaume unter einer Decke. Oh, es tut mir leid. Die haben das gesagt. Oh, Entschuldigung. Oh mein Gott. Oh, er, Alter. Steampunk Megoo. Grüße. Gib mir das Geld da, was auf deinen Klubschen liegt. Ist das Geld? Schade. Oh, da, warte mal, der hat auch ein Papier. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Elias. Auch wenn dich der Teufel befallen hat. Von heute an wirst du in Frieden ruhen und im ewigen Schlaf, weil der Herr dich von dem Bösen... Das hat er aber gut gemacht. Der muss sich mal damit beeilen, Alter, bevor die Leute andere Leute schlachten. Elias, der Lord möge dir vergeben, deinen Sünden und bla. Oh, Elias, Alter, 1917. Was? Was hab ich getan? What? Alter, ich bin unberechenbar. Ich bin der fucking Dämon. Und jetzt gehe ich ja einfach raus. In meinen wohlverdienten Feierabend, oder was? Mach das jetzt auf. Die Schnauze voll hier. Will ich das wenigstens zumachen? Hätte ich wenigstens Beweise vernichten oder so? Wo steht denn das hier überhaupt dran? Wieso? Für wen zum Lesen? Mann, jetzt hat er da in Frieden geruht und dann komm ich, ey, der Feuerteufel einfach. Ach hier, jetzt ist jetzt zu. Okay. Na gut. Oder war das der Weg? Das war der Weg, ne? Nee. Ich bin doch nicht durch so eine Leiter gekommen.
Nice try. Was ist jetzt los? Wie ich stolpert? Halt dein Maul! Och, lol. Och, krass, Alter. Das Game schickt mich. Ich fass es nicht. Ey, ich hab den Fluch, Oh, ist jetzt Ende? Warte. Gehe ich als Gesamtsieger aus der Situation hervor? Warte. Wo bin ich? Oh, hier! Bei dem Brotkasten! Ah, geil. Go back to the security room. Ja, wieso? Die Gefahr ist doch gebannt. Also, I mean, es müsste, dürfte jetzt ja rein theoretisch auch nichts mehr passieren, wenn der Plan aufgeht. Oh. Ich habe nichts gesehen. Nicht mein Verantwortungsbereich. Ey, guck mal, hier ist nicht mehr verschlossen. Was? Ja, aber ich kann doch die jetzt hier nicht so lassen. Warte, ich gehe da mal gucken. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Feuerteufels, der gerade in der Grabstätte gewütet hat. Ich muss sie abschauen. Ermahnen, sich eine Feuchtigkeitscreme ins Gesicht zu führen. Das ist ja ein sehr übler Fall. Uff. Junge, die war... Also... nicht gut drauf. Ja, haben wir das auch gesehen. Oh no. Horror. Ich kann ihn hören. Wo ist er? Ey, Besen, wenn du den Horror siehst, sag Bescheid. Oh, der hat aber rajat hier die Tür zu. Was ist denn los? Oh, ich kann nicht mehr abschließen. Ach, die wollen doch nur das... Was? Wieso? Okay, was geschieht? Der schon wieder! Okay. Nein, meine Spooks! Oh, sie haben sich zusammengetan! Nein, die Vereinigten Jumpscare e.V. Horror! See you in hell! Och, wisst ihr was? Ich habe überhaupt keinen Bock hier auf diesen Job. Der Teufel brennt nicht! Ja, aber der Sohn von Familie Parrington oder Brighton oder Williams, der brennt. Ich brenne. Oder leave the area. Ihr haltet mich nicht auf. Ich komme doch nie mehr nach Hause. Das könnt ihr mir doch nicht sagen. Mr. Johnny wird meinen Tod rächen. Oh. Okay. Vielleicht sollten wir Securities mit Waffen ausstatten. Oh mein Gott! Okay, Dämonen gefällt's vielleicht nicht, wenn man sie anzündet. Aber ich dachte, sie brennen nicht. Also warum stört denn das so? Wo bin ich? Bin ich gestorben? Nee. Nicht den Teufel an die Wand mal. Bist doch nicht gestorben. Wo denkst du hin? Nicht solange ich auf dich aufpasse. Salzt der das? Was macht der? Ja, was suche ich denn? Ich weiß gar nicht. Das hinige Grab, welches? Oh, ich bin jetzt einer von ihnen, ne? Ah, die gequälten Seelen. Der hat ja nicht mal einen Sarg. Der hat nur eine Decke und einen Dreckhaufen. Du wurdest von deiner Familie ja aber sehr geliebt, mein Freund. Hi. Bitte nicht runterrotzen. Es könnte mich treffen. Und damit den Falschen. Okay, keine Ahnung. Bye.
Hier ist ein Zeitungsartikel, aber das kann ich auch nicht nehmen. Okay, was muss ich tun? Der hier ist so, der ist so separat irgendwie. Oh, ach so, oh. Lol. Boah, das ist eine Grabsuite, Alter. Extra Beinfreiheit. What the f... Oh, nee. Jetzt versuchst du Visage zu sein oder so. Och nee, come on. Du hättest einfach bloß ein Horrorgame am Friedhof sein können. Ach, du musst wieder spinnen. Du musst wieder ein bisschen spinnen. Ah. Können wir den Spuk jetzt hinter uns lassen? Im wahrsten Sinne des Wortes? No signal. Tape? Nee, zeig mir das mal. Wait, what? Hä? Kannst du es bitte spielen? Standby. Warte mal, bin ich zu doof jetzt gerade? Achso, ich hab das Tape noch. Mach doch das mal rein! Oh mein Gott! Oh, das Item-Menü, Alter. Entschuldigung, spiel das! Hello there, viewers. Today's true story is about a man who was hired as a security guard at the Whispering Winds Graveyard. Oh, das ist meine Geschichte. However, on the first night, he realizes that the spirits in this cemetery are asking him to destroy the body of a demon-possessed man buried there as it torments them. The naive and unsuspecting guard believes them and burns the body of a demon-possessed man. But he didn't know that the spirits are not visible and everything he saw was of demonic nature. Now, the demon has awakened again, and the spirits of Whispering Winds are in torment. Death was the only punishment for this security guard. Also bin ich gestorben? Oh, was ein Twist. Das schockiert mich ja jetzt. Oh nein, jetzt werde ich für immer im ewigen Limbo dieses Security-Raums. Ich hoffe, ich habe zu viel Rahmennudeln noch. Es dauert ja eine Weile, bis ich irgendwie erlöst werde oder zurückgeschickt oder so. Mr. Johnny! Was machen wir da jetzt? Ey, ich muss aber trotzdem bezahlt werden, okay? Fangen wir nicht an, hier so eine Spirenzchen. Damn, dude. Tja. Ja, doof. Blöd. Ach so, wir gehen oh. Don't look up. Wieso nicht? Ach so, warte mal, ich muss es erst angucken und dann... Johnny, dein Einsatz, die Jumpscares bitte an die Decke. Danke, Johnny. Großartige Arbeit. Das ist die Beförderung. Ah, sehr schön. Jetzt wache ich schon wieder irgendwo auf. Oh. Was ein stressiger Job. Und die Wahrheit ist, ich bin nur eingeschlafen. Ist alles okay? Gar kein Dämon da. Alles nur Einbildung. Die Geister haben sich nie bewegt. Und die Körper auch nicht. Es gibt keine Geister. Die Williams und die Brightons und die BDSMs haben nie miteinander verkehrstechnisch Verkehr gehabt. Und deswegen ist klar, was für ein Kind sie gemacht haben. Und es ist wohl erzogen und hat in Harvard studiert und ist nie ein Dämon geworden. Oder wie ist die Geschichte? Mr. Johnny? Na, habe ich das gut gemacht? How was the first night of guarding at Whispering Wind Cemetery? I think you'd agree that nicht Mr. Johnny, das ist der andere. Revitalizes the human spirit. Schau mich hier raus, Alter. Zur nächsten Schicht bringe ich mir eine Flasche Schnaps mit. Leck mich. Warum steht jetzt mein Auto hier? Hat er das mit hergebracht? Oh Gott. Bye. Tschüss. Tschüssi, Alter.
Oh Mann. Oh. Auf der Straße sehe ich jetzt aber trotzdem irgendwie einen Dämon, oder? Oh, ganz bestimmt. Oh, ich muss die Musik wegmachen, ich sehe es jetzt schon. Oh. Es tut mir leid. Wir kommen leider nicht in den Genuss dieses Soundtracks, aber... Warte, wo kommt der? Wo kommt der? Der jüngste Sohn, der Familien sowieso. Wann steht er? Der wird gleich... Oh, oder in meinem Auto. Oh, das kann auch sein. Was für ein Ende denkt ihr, wählen die? Die müssen mich erst in Sicherheit wiegen und dann schlagen sie zu wie eine Schlange. Aber sie lassen sich Zeit. Oh, ich sehe ihn da oben? Warte. Ah, ich glaube, da stand er. Aber gleich sitzt er neben mir, oder? Warte, er ist reingespawnt. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Das musst du mir allerdings mal physikalisch erklären. Es hört immer noch nicht auf! Es hört nicht auf! Das ist ein Evil Anime Villain Shit. Der lässt sich das nicht nehmen, ey. Der ist voll in seinem Film. Boah, Graveyard Shift, Alter. Was? Chase hört immer noch nicht auf! Danke für die Hilfe! Nee, appreciated! Have you ever heard the cries of a demon? Oh, cringe. Cringe, Alter. Gib mir fort. Was soll ich denn jetzt machen? Pass auf, jetzt wache ich wieder im Security-Raum auf. Ach, jetzt ist es dann doch mal vorbei. Okay. Oh. Jetzt schon? Mensch. Also, hätte ich echt nicht mitgerechnet. Es war sehr abrupt. Okay, Amir Jafari und Bruder oder so. Dankeschön für eure... Ach, einfach Dankeschön. Das war herzerfrischend. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön für Goofy.exe. Nettes Spiel, coole Prämisse. Ja, war dann doch halt irgendwie sehr generisch und sehr... Joa, aber ey, es sah cool aus und ich fand ein Spiel, also was direkt so auf dem Friedhof steht, das haben wir komischerweise irgendwie kaum. Ich weiß auch nicht, aber irgendwie, es hatte was. Hier und da, es hatte seine Momente. Ich hoffe, ich habe eure Däumchen und wir sehen uns beim nächsten Video. Danke, haut rein und bis zum nächsten Mal.